So, ich hoffe, ihr könnt's hören, was da oben abgeht. Wir haben es 11.43 Uhr. Die Sonne kommt raus. Wollen wir mal schauen, was der Flightradar da sagt. Das sind ungefähr Minimum 2-3 Flugzeuge da oben. Wenn ein einziger Augenblick so bedeutend sein kann, was ist mit all der anderen Zeit, die dir zur Verfügung steht? Du nutzt sie zu wenig, weil du sie nicht bewusst erlebst. Zeit bewusst zu erleben bedeutet, sich klar zu machen, was man will und sich Prioritäten zu setzen, also Raum zu schaffen, um das Gewollte umzusetzen. Egal wie wenig Zeit du zu haben glaubst, weil dich deine Arbeit oder Familie sehr in Anspruch nimmt, du wirst immer etwas Zeit für das finden, was eine große Leidenschaft in dir weckt. Entscheidend sind der Wille und die Bereitschaft anzufangen, ganz gleich, wie wenig Zeit im Augenblick zur Verfügung stehen mag. Ein Sprichwort besagt, die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt. Wenn es dir am Willen und an der Bereitschaft anzufangen mangelt, schiebst du den Startschuss zur Erfüllung deines Wunsches in die Zukunft, weil du hoffst, irgendwann mehr Zeit zu haben als jetzt. Aber dann verbringst du möglicherweise die nächsten Monate oder gar Jahre damit, über diesen Wunsch nachzudenken, anstatt seine Erfüllung anzupacken. Wenn du so vor dich hinträumst, setzt du weder deinen Wunsch in die Tat um, noch bist du gedanklich voll und ganz in der Gegenwart. Du schenkst dem, was jetzt gerade ansteht, nicht deine volle Aufmerksamkeit. Das führt dazu, dass es dir schwerer fällt, die aktuellen Aufgaben zu bewältigen. Und so bist du nur noch mehr davon überzeugt, dass einfach zu wenig Zeit zur Erfüllung deines Wunsches da ist. Die Zuversicht, dass du ihn dir jemals erfüllen wirst, schwindet. Und früher oder später wirst du ihn ganz aufgeben oder vergessen. Deswegen nimm dir Folgendes zu Herzen. Warte nie, bis du Zeit hast. Die Zeit kommt nicht zu dir. Du musst zu ihr kommen und das täglich. Definiere jeden Tag im Vorfeld, was heute neben deiner Arbeit oder Familie für dich von Belang sein soll. Selbst wenn du dafür nur eine halbe Stunde aufbringen kannst. Wenn du dir diesen Raum nicht bewusst schaffst, wird etwas anderes deine Aufmerksamkeit erregen. Die Versuchung ist groß, denn ihr umgebt euch mit so vielen Dingen, die euch ablenken könnten. Daher gestehe dir diesen täglichen Raum einfach zu, auch wenn er noch so klein ist. Die Zeit, die du täglich zur Erfüllung deines Wunsches nutzt, ist wie das Blatt eines Baumes. Auch wenn es noch so klein ist, bildet es mit vielen anderen Blättern eine mächtige Krone. Entscheidend ist nicht die Größe der Blätter, sondern dass sie sich alle am selben Baum befinden. Nur dann kann der Stamm wachsen und seine Vollendung finden. Genauso wie dein Wunsch, wenn du täglich in ganz kleinen Schritten auf seine Erfüllung hinarbeitest und dich nicht ablenken lässt oder nach einigen Tagen
anderen Dingen zuwendest. Lass dich nicht entmutigen, weil du denkst, zur Erfüllung deines Wunsches mangelt es an Zeit. Wer langsam geht, kommt weit. Du kannst deine Zeit also am besten nutzen, wenn du dir bewusst machst, was du auf lange Sicht erreichen willst und dir jeden Morgen klare Prioritäten setzt, um dir täglich Raum zur schrittweisen Verwirklichung dieses Ziels zu schaffen. Du wirst übrigens mehr Zeit für diesen Raum zur Verfügung haben, wenn du bei all dem, was du tust, ganz im Jetzt bist. Also fokussiert auf das, was du in jedem einzelnen Augenblick tust. Wenn du so jeder Tätigkeit deine volle Aufmerksamkeit schenkst, bist du konzentriert und dir geht alles leichter von der Hand. Das spart und schafft Zeit. Wenn ein einziger Augenblick... So, ja, Manin, bin ein bisschen aus der Puste. Ich will wissen, warum. 30. Dezember 2012, mittlerweile um 15.44 Uhr. Richtung Osten, gehen wir rüber Richtung Süden im Westen. Schaut euch den Himmel an. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, aber vom Gefühl, dass hier was abgehen wird, hatte ich mich irgendwie gehetzt gefühlt und ich musste rennen die Strecke in 5 Minuten, die ich sonst in einer Viertelstunde 20 Minuten laufe. So wie dazu, warum auch immer. Wenn ihr euch die geilen Wolken anschaut, die Farben, der Sonnenuntergang dazu, das ist doch der Hammer. Aber nicht meckern, da komme ich gleich zurück zur Sonne. Fahren wir schnell die Runde rum. Also wie gesagt, hier ist eine Wand, die ist krass. Keine Ahnung, weißt du, guck, was das für eine Wand ist. Gedonnert hat es auch schon. Da war selbst ich und der Hund überrascht. Der Hund reagiert sowieso nervös auf solche Sachen. Ja, und wenn man das da hinten sieht, diese Streifen, Verdichtung, wie auch immer. Wenn man bedenkt, der Wind kommt längs der Linien, ja? Also nicht verquer zu mir, nein, er kommt längs mit den Linien. Also wie kommen die Linien zustande? In der Hinsicht kein Meteorologe, aber komisch ist es. Linien zusammenschieben wie hier, das heißt, da drückt dann Wind dagegen, ist aber nicht. Außer natürlich, der Wind von längs da hinten ist stärker und da drückt eine Sanderseite ran. Dass sie mit dem Auto an der Bande entlang fährt und lang schaut, ne? Das könnte eine Variante sein. Fakt ist, mir werden die Finger steif. So kalt ist der Wind hier. Temperatur lag vorhin bei 5 Grad. Vom Wind her müssten es minus 5 Grad sein. Also das Extremo. So. Wie ihr seht, richtig schön geil. Oder? Jetzt, wenn die Sonne drauf leuchtet, ist doch der Hammer. Runde das Grün. Was haben wir? In 2 Tagen Silvester? Ne, morgen. Gut. Dann die wunderschönen Farben dieser Wolken. Herrlich. Fürs Auge kann man nicht meckern. So, zoomen wir mal ran. Schauen wir mal, wie es da hinten ausschaut. Ich gehe auf die Mitte der Sonne, sonst wird das nichts. Sich da hinten am Spiel unterhalb des Wolkenkamms. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, durch die weißen Streifen hier unten dran her, lass mal das sein. Ich mache höchstens noch ein paar Fotos. Einfach geil. Cool. Ja, und hier sind ganz cool. Thank you.
So, Blick Richtung Süd, sehe ich eine Spielwiese. Ich zoome da mal ran. Wenn man sich das anschaut, wenn man Chemie im Kopf hat, dann kann man sagen, dass das eine geballte Ladung, ja, Calciumchlorid, wenn man sich das ansieht. Das ist, wenn man Calciumchlorid in Sodium hineingießt, dann entsteht nämlich genau das, was wir da sehen. Es ist nicht die übliche Ausbuchtung von Mammatus columna. Nein. Weil es gab kein Gewitter. B, es gibt auch keinen Anlass dazu von der Wetterlage her, der sich sowas bildet. Aber wie gesagt, chemisch betrachtet würde ich jetzt tippen darauf, dass es eine geballte Ladung Calciumchlorid, das da oben den Wolken sich ausbeult. Ohne Scheiß. Guckt nach im Internet, auf YouTube, da gibt es ein Video dazu, es geht nicht allzu lang, knappe 30 Sekunden. Da zeigt man, wie man flüssiges Calciumchlorid in Wasser gießt und wie genau diese Ausbuchtungen dann entstehen, als chemische Reaktion. Soviel dazu. Geil. Gehen wir mal runter. So, jetzt bin ich unten auf der Kuppel, südliche Spielwiese. Das ist der grobe Weitwinkelüberblick. Wie ist es auf der Linse, sehe ich gerade auf der linken Seite. Da den Fleck. Also nicht wundern. Spielt keine Rolle, oder? Ah, ist bloß ein Feuchtigkeitstropfen. Also, wenn wir mal runtergehen, mal ranzoomen, dann sehe ich diese Wolkenband, der speziell anschaut. Ja. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Das basiert auf der Kenntnis heraus von den Niederschlagsproben, was ich drinnen gefunden habe. Dabei ist die Maus kein Faden ab. Dass da Calciumchlorid vorhanden war. Und wenn ich das sehe, dank Chemieunterrichtsvorführung, ja, spekuliere ich groß und breit dazu. Und das ist auf jeden Fall ein guter Schuss. Ja, Calciumchlorid in diesem Gedöns drin enthalten ist. Aber da muss noch mehr sein. Das sind hier daraus, was ich da oben sehe. Das ist eine andere Substanz. Wie gesagt, ich spekuliere jetzt mal in die Richtung. Da ich da oben nicht drin bin und nicht wirklich sein will, kann ich es euch nicht haarklein beweisen. Aber der Gedankenansatz tendiert aufgrund von Untersuchungsergebnissen. Schön anzusehen ist auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Auch das. Ja, und da kommt die nächste Front an. Feuerschein pur. Und ich merke, dass der Wind da hinten wieder auffrischt. Das ist die nächste Walze. Es ist einfach nur schön fürs Auge. Wer lange keine Sonne gesehen hat, Gruß an den Norden von Deutschland. Ich glaube, ihr werdet euch freuen, mal sowas sehen zu dürfen wieder. Jo. Ich würde sagen, ich mache mich auf die Socken, weil ich möchte nicht wirklich was abkriegen, falls hier was runterkommt. Ich kann noch ein Stückchen rüber gehen. Ich halte mal die Kamera dahin. Dann gehe ich mal von den Bäumen weg. Ja, ich glaube, so sieht man es besser. Einfach nur hammermäßig. Ich liebe sowas. Unermunden. Ich gestehe. Es ist einfach nur geil. Sowas sehen zu dürfen. Von den Farben her, wohl bemerkt. Da gibt es doch nichts dran zu rütteln. Ja, mit diesem Anblick wünsche ich euch einen schönen Abend und morgen einen guten Start in den letzten Tag dieses Jahres und hoffentlich allen einen friedlichen Start in das kommende. Vergesst nie, bei mir ist alles nur reiner Zufall.
So, erinnert euch an heute Morgen? Skurrile, unsere Chile Natur. Ist derselbe Platz. Und ihr werdet lachen, hier ist nichts mehr da. Ohne Scheiß. Es ist alles weg. Ich muss so sagen, es hat kurz vor 3 schlagartig geregnet und das ziemlich krass. Also da kam etliches was runter. Ja, wie ihr seht, hier ist nichts mehr. Egal wo noch was gewesen war, ob da drinnen am Zweig oder ob da hinten oder ob hier vorne massenhaft, wo da ganz vorne die ersten Aufnahmen, es ist alles weg von dem Zeug. Wisst, dieses komische, weiße Pudelmützenbummelspielchen, ne? Alles verschwunden. Weiß der Kuckuck, wo das Zeug ist. Tja, so wird's ja zur skurrilen Natur. Das ist schon mehr als skurril. Hätte ich mal die Zeit gehabt, dann bin ich objektiv nochmal rausgegangen. Shit. Blöd gelaufen. Reiner Zufall. Ja, was ist denn das, wenn ich fragen darf? So, da ist morgen nicht da. Schnee kam nicht runter, Schnee kann es nicht sein. Ist es vielleicht das, was an dem Baum heute Morgen war? Cool, muss ich nicht untersuchen.